Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde heute einfach mal in diesem Video einfach mal das Schaumstoffbecken hier testen. Ihr seht schon, wir haben hier ein riesen Schaumstoffbecken. Hier ist Gadget Plus Lush, Geldhalle. Und zwar würde ich hier ein paar Tricks reinmachen. Ihr kommt auf meinen Kopf. Wir fangen auch direkt an. Ich hoffe, euch gesehen, irgendwie Laune mitgebracht. Checkt auf jeden Fall erster Link in der Videobeschreibung ab für die Online-Kurse. Da könnt ihr richtig ausführliche Scooter-Tricks lernen und natürlich schnell Profi werden mit den Tricks und geheimen Tipps vor allem von mir. Also guckt euch auf jeden Fall mal gerne mal an. Erster Link in der Videobeschreibung, kera-shop.de. Gucken wir uns einfach mal hier das hier an. Und zwar möchte ich als allererstes, bevor wir überhaupt schauen, erstmal möchte ich einen Flip-Top reinmachen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ihr kommt auf jeden Fall auf meinen Kopf, auf meine Roller vor allem. Und dann schauen wir uns das Ding mal an. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, schreibt in die Kommentare Hashtag safe hin und dann let's go, komm. Also, ich habe noch nie ein Video im Schaumstoffbecken gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich stehe gerade auch das erste Mal heute auf dem Roller. Deswegen jetzt ein Flipdrop direkt hier rein. Wird schon echt eklig. Helm ein bisschen fester machen, weil der fliegt mir immer so beim Flipdrop immer so richtig dolle weg. Dann haben wir auch so eine kleine Matte. Das stoppt ein bisschen. Das ist auch ganz okay. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Machen direkt so einen Flipdrop rein. Boah, ich bin so eingerostet. Ich muss ihn auf jeden Fall ein, zwei Mal machen. Ja, okay. Es ging klar. Wie gesagt, ich habe heute noch nicht einen Trick auf dem Roller gemacht. Ich bin nur die Rampe hochgefahren. Flipdrops sind sehr, sehr cool, sehen auch sehr gefährlich aus. Ich würde sagen, wir machen noch einen, ein bisschen schöner. Und dann will ich mal unbedingt, wir haben ja da vorne diese Rampe, seht ihr. Die möchte ich auf jeden Fall auch mal benutzen. Vielleicht kann man da auch coole Tricks mitmachen, ob man jetzt hier einen Frontflip rausmacht oder vielleicht sogar einen Backflip raus und dann halt ein Schaumstoffbecken. Sehr interessant. Ist natürlich noch ein komplett anderes Video als sonst, wo ich keine Tricks schaffe, sondern halt einfach versuche. Ich glaube, das ist auch ganz cool für die meisten von euch. So, aber jetzt nochmal einen schöneren Flipdrop. Der war nämlich gerade ein bisschen wenig. Okay, der war noch schlimmer. Okay, perfekt. Also den Flipdrop haben wir. Und das ist das Nervigste, aus dem Schaumstoffbecken rauszukommen. Da muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Erstmal weg damit. Und zwar, viele von euch wissen auch gar nicht, dass ich so gut Frontflips kann. Ich mache jetzt erstmal, würde ich sagen, einen Frontflip hier rein. Mit Fastplant erstmal. Indie-Flips kann ich ja auch. Ist auch kein Problem. Ich würde ihn mal unbedingt als Flipdrop, so Indie-Flipdrop machen. Wisst ihr, was ich meine? Also halt mit einem Backflip. Das heißt so, den Roller schmeißen, abspringen. Und dann rein da. Aber das ist so gruselig, das traue ich mich nicht. Dafür kann ich Flipdrops noch nicht so krass gut. Aber ich mache erstmal einen Frontflip-Drop-In. Ich weiß, die meisten von euch wissen ja, dass ich Flipdrops kann. Frontflip-Drop. Ich habe auch Backflip-Drops, deswegen mal hier Fastplant rein. Rein. Oh ja. Jetzt bin ich. Oh, Alter. Jetzt bin ich sehr tief gelandet. Oh, es ist zwar weich, das Schaumstoffbecken, aber rauszukommen, bockt nicht. Vor allem, wenn man auf dem Roller landet oder so, ist es auch nicht das Beste und Angenehmste. Und wir fahren natürlich auch nochmal normal. Also jetzt nicht nur hier von dem Flat-Teil hier aus, sondern auch von der Rampe da oben, von dem Roll-In. Da habe ich auch Bock drauf, weil da können wir auch nochmal coole Tricks machen. Müssen ja keine Flips sein, aber so, ich hätte Bock, so mal Nothing Fronts richtig zu catchen oder halt irgendwie Finger hoch am Ende zu machen oder so. Irgendwelche coolen Tricks, die ich noch nicht versucht habe. Aber hier, würde ich sagen, Frontflip-Drop haben wir. Ich werde es mit 180 Frontflip. Ich versuche ihn einfach mal. Und dann versuchen wir mal Flare rein. Also, ich bin euch ehrlich, ich mache erstmal den Flare anstatt den Frontflip-Drop-In, also den Frontflare. Also, ich mache erstmal den normalen Flare. So, jetzt haben wir es. Die ganze Zeit versprochen. Ich mache erstmal den normalen Flare hier rein. Vielleicht kann man sogar vielleicht einen 360 Flip reinmachen. Glaube ich jetzt nicht, aber einen Flare erstmal rein. Dann 180 Frontflip, weil 180 Frontflip ist schon sehr schwer. Da rein, vor allem aus dem Stand. Erstmal den Flare, um zu gucken, ob das geht. Einmal anfahren. Aber ich denke, das sollte passen. Kriegen wir hin. Ich werde nur ins Flat ballern da hinten. Also komplett weit fliegen, aber egal. Ich glaube, das sieht trotzdem ganz cool aus. Okay, erster Try vom Flare. Yo! Der ging sogar echt klar. Oh, der Helm schiebt halt jedes Mal anders mit. Aber Flair ging tatsächlich ganz gut. Ich hoffe, ihr könnt das alles hier gut erkennen, weil es hier relativ dunkel ist. Aber ich denke mal schon, safe. Entweder mache ich ihn jetzt nochmal und versuche ein bisschen mehr 180 zu drehen, also so ein bisschen 360. Oder wir machen einfach direkt einen Frontflare. Und ich denke mal, Frontflare ist irgendwie cooler. Ich glaube, den machen wir. Wir machen als erstes einen Frontflare. Aber wie gesagt, ob ich ihn rumbekomme, weiß ich nicht. Ich gebe natürlich mein Bestes. Natürlich haben wir jetzt auch nicht so viel Anschwung, aber... Boah, das ist schon eklig, so ein Frontflare. Ich weiß ja nicht, wie man den richtig macht. Viele machen 180 to Backflip, viele machen aber auch Frontflip und dann Late 180. Ich mache genau ein Zwischending. Ich mache so ein Sideflip, also so direkt abspringen und direkt den Frontflip und den 180 gleichzeitig drehen. Ich kann es nicht anders, ganz ehrlich, aber hoffentlich kriege ich ihn überhaupt hin. Dann will ich mal hier Frontflip rausmachen. Da habe ich auch Bock drauf auf dieser Rampe, weil ich glaube, da kann man auch coole Tricks rausmachen. Aber wir haben ja auch noch eine Riesenrampe mit einem Roll-In, was wir auch mal gleich shredden, weil da sehe ich mich drin in Nothing Fronts. Weil dann kann ich ihn schmeißen und landen, wie man will, das ist egal. So, aber jetzt erstmal den 180 Frontflip, aber natürlich mit Fastland, ne? Ohne hat man viel zu wenig Schwung. Boah, ich versuche ihn einfach mal. Das wird eklig, aber ich gebe mal alles. Also Frontflip, komm schon. Ich werde safe einen Frontflip erst machen, anstatt einen Frontflip. Mein Bestes, ist ja nur Schaumstoff. Oh, ja, okay, also, den machen wir noch mal ein bisschen besser, aber ihr seht schon, wie weit ich lande. Check, wo ich abgesprungen bin, check, wo ich gelandet bin. Das ist schon sehr weit, aber den machen wir noch mal ein bisschen besser. Ich bin ja nur 90 gelandet, also ihr seht ja, mein Roller ist gerade hier und ich muss einmal so rum. Aber für den ersten Versuch, ich
bin zufrieden, dass der 180 geklappt hat, weil der funktioniert meistens nicht. Und deswegen sollten wir es auf jeden Fall mal hinbekommen. Okay, wir machen den nochmal schöner, dass ich halt einmal 180 rumkomme. Ich muss nur den richtigen Pop dafür finden, weil richtig da abzuspringen ist auch sehr gruselig. Und danach gehen wir zu der großen Rampe, da habe ich Bock drauf. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach nicht mit der kleinen. Wir gehen direkt zu der großen, gehen die Treppe da oben hoch zum Roll-In. Dann schauen wir mal, wie das wird. Aber jetzt erstmal den 180 Frontflip, komm schon. Oh, ja, das war 180. Oh, ihr seht schon, ach, oh, tut das weh. Mein Roller ist komplett gerade gelandet. Das war ein 180 Frontflip. Alter, aber den wirklich über eine Rampe zu machen oder halt Flyout oder im 180 ist ganz anders. Ihr seht schon, wie weit ich geflogen bin. Das muss man auf einer Stelle machen im 180. Also an der Resi ist das schon echt gruselig. Ich habe ihn einmal versucht von der Quarter in die, nicht Resi, sondern ins Stormtroff-Becken. Da hatte man so eine 180-Möglichkeit in Eintrufen damals. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Ich war nämlich in dem neuen Park noch nicht und da will ich unbedingt mal fahren. Der ist auf jeden Fall auch krass. Und da habe ich mal versucht und bin oben, bin nicht mal im Foampit gefühlt gelandet. Da war oben noch so eine Plattform, wo man Flipjobs reinmachen kann. Da bin ich gegengeklatscht und das war nicht cool. So, jetzt gehen wir aber mal kurz rüber. Ich will mal echt so Nothing Front oder so mal versuchen. Boah, bin ich Ewigkeiten hier nicht runtergefahren. Backflips und so, ja, ganz ehrlich. Bei 40 Flare reinmachen, aber das ist auch nicht geil. Das bockt nicht, ist auch ein bisschen Überwindung, weil 40 Flare habe ich lange nicht gemacht. Flipjob ist kein Ding, aber bei 40 Flare, bleh. Wie wäre es, wenn wir wirklich mal Nothing Front machen? Casual hätte ich auch Bock. Aber erstmal noch Nothing Front. Wir wollen ja nicht nur Flips machen. Ich will nämlich mal gucken, ob ich diesen Nothing Front richtig gut catchen kann. Fang ihn, das heißt, ich schieße ihn weg und dann fange ich ihn. Ich habe nur keinen Bock, meine Eier zu treffen, um ehrlich zu sein. Aber na gut, mal gucken, wie es ist. Ich hoffe, ich schmeiße dich in die Wand. Aber ich mache den erstmal ein bisschen chillig. Ah, ja. Okay, oh. Also wieder so zu landen hier ist merkwürdig. Das letzte Mal Schaumstoffbecken bin ich hier gesprungen, als es gebaut wurde. Oh Mann, das ist schon ein bisschen her. So, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal den nächsten Versuch. Nochmal Nothing Front, jetzt weiß ich, wie die Rampen wieder sind. Jetzt kann ich mich wieder rantasten, den mal richtig zu machen. Und vielleicht könnten wir auch andere machen, wie diesen, den ich immer auf der Resi versuche draußen. Diesen Kickflip Kickless. Der ist aber schon echt schwer. Jetzt nochmal kurz hier das Gap hier springen. Perfekt. Und mal schauen, wie das wird. So, Nothing Front auf dem zweiten. Vielleicht stehe ich sogar drauf, weil das Ding ist halt, wenn ich ihn, ich kann ihn gut werfen, ja. Aber ich kann ihn halt nicht so nice fangen. Das heißt, wenn ich ihn fange, kriege ich ihn nicht runter. Auch wenn viele den so runterziehen, bin ich euch ehrlich, das ist für mich ein hässlicher Nothing Front. Das ist keiner, wo du halt ein bisschen Griffen richtig fängst und runterziehst, sondern halt ihn hier runter drückst. Das ist auch beim Whip Front, das machen voll viele. Machen Whip Fronts und nehmen den Lenker, ziehen den runter. Ich verstehe das nicht. Okay, nächster Versuch, Nothing Front. Ah, der Lenker dreht sich mal bei mir, das ist immer das Nervige auch. Ach, gefangen habe ich. Runtergezogen habe ich nicht. Das ist eklig, der Trick. Kann man Double Nothing Fronts versuchen? Das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Also Half Bars hat den gemacht, das weiß ich. Aber ob ich den kriege, weiß ich nicht. Ich will jetzt erstmal nicht den Nothing Front weitermachen. Der nervt mich ein bisschen mit dem Barspin. Mein Headset ist zu gut. Aber ich mache jetzt erstmal einen, wie heißt denn das nochmal? Kickflip to Kickless. Den mache ich auf jeden Fall mal gerne. Zu schauen, ob der im Schaumstoffbecken auch cool ist. Und nicht nur aus der Resi. So ziehen kann ich den. Das ist wieder genau das gleiche wie beim Nothing Front, dass ich nicht fangen kann. Ich sehe schon das Skateboard. Ich habe letztens ein Video mit dem Skateboard hier in der Skatehalle gedreht. Also hier runterfahren mit dem Skateboard und dann ins Schaumstoffbecken bin ich raus. Das ist schon echt gruselig. Jetzt nochmal den Kickflip Kickless und mal schauen, wie der wird, ey. Oh, ja, ich habe ihn geworfen, gefangen. Aber mir tut das ehrlich gesagt jedes Mal weh, wenn ich hier lande. Alter, ich habe immer Angst, dass mein Knöchel umknickt. Der war eigentlich schon relativ gut, kann man nicht meckern. Gefangen, ja. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr so halt alles hier könnt. Oh, hängen geblieben am Pulli, nein. Weg damit. Weil ich finde das Soundtrack-Becken tatsächlich echt cool. Man kann hier echt viel machen. Viele Locals von uns machen hier sogar Double Backflips rein. Aber ich habe die Eier nicht dafür, einen Double Backflip zu ziehen. Ja, ist ein cooler Trick. Aber Double, nee, mache ich auf keinen Fall. Der ist nämlich ein bisschen riskant tatsächlich. Also man kann hier auf jeden Fall viel machen. Man hat hier viel Auswahl. Man kann wirklich Bangers auch machen tatsächlich. Finde ich richtig cool. Nicht nur hier in der 180 Resi, auch nicht nur in dieser Halle, auch draußen. Und hier Schaumstoffbecken kann man gut üben. Hier habe ich auch tatsächlich meinen ersten Half-Cap-Flair gelernt. Das heißt, ich bin hier so angefahren, aus dem Fakie, habe 180 gemacht, zack, und Half-Cap-Flair. Wollen wir den einmal machen? Den machen wir selbst. Gruseliges nur das Anfahren. Oh mein Gott! Wow! Der war gut! Aber ich dachte, ich komme dagegen. Oh mein Gott, ich bin viel zu weit nach hinten gesprungen. Also ich habe mich zu wenig nach oben gepoppt, sondern nur nach hinten. Ich dachte, das war es jetzt mit meinem Rücken oder so dagegen. Boah, den haben wir auf jeden Fall aber auch schon mal. Also, das Schaumstoffbecken ist tatsächlich sehr anstrengend, immer rauszukommen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Wenn ja, lasst natürlich ein Like, da checkt die Online-Kurse ab. Und checkt mich natürlich auch gerne auf Instagram ab, weil da poste ich sehr viele Sachen, auch wegen Merchandise etc. Also, wenn ihr bis jetzt auch geschaut habt, schreibt Hashtag Merch in die Kommentare. Würde ich mich freuen, natürlich zu sagen. Oh, ich muss ja rauskommen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Habt noch einen geilen Tag. Peace, Freunde.